machen hier ein bisschen faul. Ja, das ist der Faul-Spieler. Schreist du faul? Also versuch mich zu faulen. Wir versuchen alle rumzukriegen. Oh, du siehst das wohl aus. So, jetzt musst du mich faulen. Ich komm schon. Oh, nee. Oh, nein. Oh, das war eine ganz gute Turmschuss eigentlich, Leute. So, so. Faul nicht. Komm schon. Faul nicht. Warte. Ich bleibe aber die ganze Zeit stehen. Okay. Okay, warte mal, wo bin ich? Wer bin ich? Ich muss aber auch mal auf. Ich komm! Oh mein Gott. Ich mach wirklich gar nichts. Oh. Jetzt ist gut. Oh, muss ich mir passen. Nein! Oh nein, so weit, viel zu weit mit. Ui! Mann! Yay! Die Fans fragen sich, wie wird der Unfall sein? Mit Gerd Lewandowski! Oh nein, ich bitte darum. Ja, genau. Wir versuchen. Kannst du mal auf mich springen? Wir versuchen ja alle hochzukriegen und wir haben schon ein Geld. Mario Götze. Was gut ist. Das soll jetzt aber auch nicht sein. Das ist ja nicht so gut. Auch mal. Ja! Oh! Oh! Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden. Oh, ah, nee. Ich hab entschieden, das Spiel zu unterbinden. Was? Gar nichts? Freistoß. Aber hilft uns nicht. Keine andere Option für den Referee. Uti! Das muss jetzt aber ausgehen. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch... Gelbe! Nur gelbe! Warum hast du... Alarmstellung, denn beim nächsten heftigen... Nein, ich würde eigentlich... Jetzt aber. Ja, das so was geht. Was entscheidet der Schiedsrichter? Der Spieler... Ja! Jopp, schon mal. Oh, guck ihn mal an. Ach. Ja, das ist ein früher Platz. Schon. Ja, warte. Gut. Ja, warte. Ja, bleib vor dem Spielen, auf dem ich jetzt ziele. Dann kann ich gleich zu dir passen. Och Mann, bleib doch einfach mal stehen. Oh. Jetzt faul! Ja! Oh Mist. Ah, ich lass jetzt mal. Okay. Hier. Also so kann ich jetzt auch keine Note kriegen. Oh, das war's. Ein Hochfehler, danke, ein Foul. Freistoß gegen Real Madrid. Jo. Ja! Ah. Bin ich gut? Ich nicht so, ich hoffe es jetzt noch nichts. Ich habe, glaube ich, eine... Gelbe. Also ich habe schon zwei... Jetzt aber! Ja, der Spieler ging da unfair. Gelb. Und deswegen alle faulen. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. So, komm. Mario Götze. Jetzt faul ich hier! Situation. Jerome Boateng. Und wieder da. Oh, jetzt. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball über die Torauslinie geht. Der hat eine gelbe Karte, du musst. Du faulen. Nein! Faul! Ups. Du darfst aber nicht die ganze Zeit X drücken. Also faul. Ja, mach ich ja auch nicht. Ich drück einfach mal B. Oh, B gemacht. Nein. Ja. Ich wollte Shishi drücken, aber Shishi geht nicht. Oh. Ich muss schon mal wieder mit kleiner Mann wieder. Oh, nicht faul. Nichts. Oh, nicht faul. Oh, nicht faul. Nichts. Oh, diesmal faul ich. Nichts.
Aber warte, ich gehe den Strafraum, dann kriegt man eher eine rote. Ja. Oh. Nix. Wirklich? Nix. Ich mach mal ein Tor. Nein! Ein Tor. Habe ich extra gemacht. Und wir versuchen ja eher zu faulen. Also macht nichts. Auch nicht. Ich hab schon eine gelbe, also. Was? Oh, Lever. Hä, aber das ist so schwer. Das ist sehr schwer. Und jetzt noch mal kurz für die Uhr. Ein sensationelles Tor, das kann man nicht bekommen. Los, Daumen. Ja. Natürlich auch seine Neider in der Bundesliga. Solche Rivalitäten liefern immer gute Stories. Wer sportlich erfolgreich ist, der wird eben auch angefeindet. Ich glaube, das ist normal. Ich erinnere mich immer gern an die Titel-Zweikämpfe auf Augenhöhe. Mit Borussia Mönchengladbach, mit dem HSV, bei der Leverkusen und in letzter Zeit zum Beispiel mit Borussia Dortmund. Ups. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Yes, gut. Cool. Oh ja. Yeah. Komm genau rot. Genau rot mit Fari. Warum kann ich das so schwer zu faulen? Du kannst doch A drücken. Du machst immer von vorne. Also. Die verstehen sich blind. Ah, yeah. Oh, ich wollte dich von vorne. Los, jetzt den, mit dem. Oh, nee. Nein. So, den habe ich jetzt. Du machst von vorne, du musst von hinten. Jetzt zum Beispiel. Ja, der war gut. Strafraum, rot. Was? Schlecht. Echt schlecht. Ja, ich weiß. Das war ja, ihr. Oh, Bauer! Was? Der hat plötzlich hier erscheinen lassen. Modric oder wie? Ja, ist ein Zauberer. Warte, ich passe jetzt zu dir. Kann man nicht. Schönes Stellungsspiel. So kann man mit so geht's auch wieder nicht. Yeah. Freistoß und Gelb und Gelb. Boateng. Also du hast eine Gelb, ich hab zwei Rote. Da gibt's ganz verdammt, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ja. Los, weiter an Gelb. Ja, ja, jetzt aber. Was? Los, jetzt. Warte, jetzt mach ich das noch. Ja. Oh, das muss aber gut gehen. Ich dachte keine Füße. Ja. Ja. Mir. Also die ganze Zeit X und irgendwie doch nicht. Du hast deinen eigenen Spieler gebaut. Mit der Entscheidung müssen Sie leben, die war korrekt. Faul? Freistoß gegen den FC Bayern. Bernhard. Es gibt die gelbe Karte. Dann rutscht der immer mal ziemlich rein. Ein klares Faulspiel, korrekte Entscheidung. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Warte da. Los, der hat eine rote, gelbe Karte schon. Ja, weißt du? Los, du hast schon eine gelbe Karte. Ja, es muss rot gehen. Jetzt sind wir gespannt. Was entscheidet der Schiedsrichter? Ja!
Acht hoch! Los! Ich auch und jetzt faul ich nicht. Jetzt faul ich aber. Ja, der ja. Das war. Xabi Alonso. Ja, so, warte mal, ich möchte mal gucken. Oha, wie viele gelbe Karten. 1, 2, 3, 4 gelbe Karten. Das ist gut. Das ist drauf, echt. Drück mal da rauf, ich will gucken. Und wie viel du? Ja. Du hast okay. Mehr. 1, 2, guck mal, wie viele Karten ich in allen habe. 1, 2, 3, 4, 5. Der 2, 6. Ja. 6 Karten haben schon. Vielleicht, wenn ich sehr viele kriege, kann ich noch für dich ein paar Punkte machen, wenn ich schaffe. Los! Oh ja, ich hab ne! Nein! Los, der los jetzt grätsch mich, grätsch! Oh, nee! Wir können mal abwechseln, oder? Jetzt krieg ich dich! Oh, nee! Warte, jetzt! Halbzeit! Warte mal, drück noch nichts. Ich will mal 10 Minuten einstellen. Ja, 10 Minuten. Wie? 10 Minuten, wieder 10. Ja, jetzt. Also drück nichts. Also ich glaube, man muss auf Teamen. Nein, jetzt habt ihr schon übersprungen. Erst im nächsten Spiel kann man. Einstellen. Warte, wir machen jetzt einfach ein neues Spiel. Starten wir. Und das machen wir dann. So. 10 Minuten, jeder Halbzeit. Ja. So, dann haben wir, glaube ich. Ja, wir haben nämlich nur 7 Minuten. 10 ja, Minuten. 10. Nee, kein Teammanagement. Nein, das schafft ihr jetzt. Ach so, das bist du. Wir warten, bis Start kommt. Überspringen. Ja. Sieht mal ein bisschen. So. Ja, hallo und willkommen wieder neu. Und faulig. Ich. Faulig. Und ich faul dich nicht. Jetzt faul ich dich aber. Nein, scheiße. Du hast es. Ah, gut. Nein, ich wollte den nicht. Ja, er kriegt da rein. Oh, nee. Warte mal. Ah. Ich muss irgendwie mein Trikot richtig oft ausziehen. Kriegt man ja eine gelbe. Dann was abziehen? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ganz souverän. Nicht. Ja, ich weiß. Sorry, Leute, das wird jetzt ein bisschen längeres Video werden. Ich hoffe, aber es wird euch gefallen wegen dem Faulen. Ja, dass der Spiel Spaß macht. Okay, Faulen ist Faulen. Nein. Jetzt aber. Die Fans fragen sich, wie wird der Ball-Changer? Ja! Lahm, Philipp Lahm. Lahm, du bist sehr lahm. Genau. Wer ist jetzt mein Kapitän eigentlich? Warte, ich möchte mal gucken, wer jetzt mein Kapitän ist. Ist ja wohl egal. Ist doch egal jetzt. Nein, nicht Teammanagement. Warte, okay, dann gucke ich mal. Ah, Neuer ist jetzt Kapitän. Cool. Beide Torwarte. Los. B. Mach. B. Ja, B. Baby. Baby. Nein. Oh ja. Baby. Baby. Nein, will ich nicht. Komm schon, ich will aber auch mal ein paar gute Karten bekommen. Ja, hast du schon? Ja. Ich hab 0 Karten. 0 rote Karten. Ach so, ich dachte. Ja, das letzte Spiel da. Oh, nee. Der Schiedsrichter signalisiert, das lasse ich nicht. Oh, Melo. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl. Warte, ich hab einen. Oh, Melo. Keine andere Option für den Referee. Ah, nee. Ach, ja, vielleicht bekomme ich die noch. Nein! Warte, bleib stehen.